Auszug aus dem Leben im Islam. Alles Lob gebührt Allah, der Weltkind, der in seiner würdigen Schrift sagt, und die nach ihnen kamen, sprechen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorangingen, und lasse in unseren Herzen keinen Groll gegen die Gläubigen. Unser Herr, du bist fürwahr gütig, barmherzig. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Diese schöne Religion, der Islam, ist das Wertvollste in unserem Leben. Sie ist der Weg zu äußerster Zufriedenheit im Dies und im Jenseits. Deshalb informierte Allah, der Allerhöchste, uns im Koran und der Sunna darüber, dass wir Feinde haben werden, uns selbst, den Satan und andere, und dass die einzige Methode, unsere Religion zu schützen, darin besteht, uns einzig Allah zuzuwenden und an der Sunna unseres geliebten Propheten, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, festzuhalten. Dies sollte nicht pauschal, sondern bei jedem Wort, bei jeder Handlung und in jeder Situation, in der wir uns befinden, getan werden. Deshalb benötigen wir spezifiziertes Wissen darüber, wie wir uns in all unseren Angelegenheiten völlig dem ergeben, was Allah, der Allerhöchste, gemäß der Sunna unseres Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten, ihm Wohlergehen schenken, von uns verlangt. Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte in seiner Abschiedsansprache, ich hinterlasse euch etwas, mit dem ihr nicht irregehen werdet, wenn ihr daran festhaltet. Es ist das Offenbarungsbuch Allahs und meine Sunna. Er sagt ferner, wer von euch nach mir lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten erleben. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna meiner rechtgeleiteten Nachfolger nach mir. Beißt euch mit euren Zähnen daran fest, haltet euch daran fest und hütet euch vor neu erfundenen Angelegenheiten, denn jede Neuerung ist ein Irrweg. Allah, der Allerhöchste, sagt im Koran, und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben wir ihr Abkommen getroffen. Aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen bepflegten. Dieser Vers erwähnt die Gesetzmäßigkeit Allahs auf Erden, die für jede Nation gilt. Wenn die Menschen einen Teil dessen vergessen, womit sie ermahnt wurden, dann verursacht dies Feindseligkeit und Hass. Wenn wir einige Anordnungen Allahs oder die Sunna unseres Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, vernachlässigen, dann führt uns dies zu Feindseligkeit und Hass, was heutzutage unter Muslimen existiert. Allah ist der Barmherzigste. Er informiert uns über die Ursachen und Auswirkungen des Ungehorsams ihm und seinem Gesandten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken gegenüber. Deshalb besteht die einzige Möglichkeit, ich wiederhole, die einzige Möglichkeit im Dies und im Jenseits erfolgreich zu sein darin, dem Koran und der Sunna des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, auf dieselbe Weise und mit demselben Verständnis wie dem Propheten Gefährten und der früheren Generationen, also Tabi'in des Islam, zu folgen. Wie der oben erwähnte Hadith besagt, in jeder einzelnen Angelegenheit, die wir handhaben müssen, benötigen wir das Verständnis der frühen Tabi'in, also Generationen des Islam. Dies ist das wahre Wissen und jegliche Unzulänglichkeit, in dessen Umsetzung wird Feindseligkeit und Hass hervorrufen. Ich möchte nun das Problem der Uneinigkeit, die Streitigkeiten in einigen muslimischen Gemeinden verursacht, überprüfen und nach Lösungen suchen. Für Führungspersönlichkeiten und Imame. Eine Führungsposition im Islam ist am Tage des letzten Gerichts ein Grund für Sorge und Bedauern. Deshalb ist sie nicht etwas, was man erstreben oder dem man hinterlaufen soll.
Vielmehr sollte sie angeboten werden und dass man sich danach sehnt. Der Prophet, möge Allah ihn in Ehrenhalt und ihm Wohlergehen schenken, sagte, strebe nicht danach, ein Herrscher zu sein, also weder ein König noch ein privater Machthaber. Denn wenn dir Machtbefugnis auf dein Verlangen hingegeben wird, wirst du dafür zur Verantwortung gezogen werden. Wenn sie dir jedoch gegeben wird, ohne sie verlangt zu haben, dann wird dir dabei von Allah geholfen. Er sagt weiterhin, ihr Menschen werdet nach Eifern die Befugnis zum Herrschen zu besitzen, was am Tag der Auferstehung euer Untergang sein wird. Welch ausgezeichnete Amme ist sie, doch wie schwer fällt die Entwöhnung. Wenn wir dem Propheten, möge Allah ihn in Ehrenhaltung ihm Wohlergehen schenken, nicht gehorchen und führende Stellungen anstreben, dann wird es so kommen, wie wir lasen, Sorge, Bedauern, Feindschaft und Hass. Stattdessen sollten die weisen Menschen und Älteren in der Gemeinde eine Art Rat bilden und den wissendesten und einflussreichesten auswählen, der für die Führungsposition geeignet ist. Das Ziel ist nicht als das Wohlgefallen Allahs, indem man die Anweisungen Allahs strikt befolgt, und zwar in der Weise, wie es zur Zeit des Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, getan wurde. Dies gilt für jede Art Führung. Freiheit wird vielen Einzelpersonen, Gruppen und Nationen sowohl als ein Konzept als auch ein Wert verwehrt. Sie wird oft missverstanden und missverbraucht. Fakt ist, dass der Mensch in keiner menschlichen Gesellschaft im absoluten Sinne des Wortes frei sein kann, wenn eine Gesellschaft überhaupt funktionsfähig sein soll, muss es Beschränkungen der einen oder der anderen Art geben. Abgesehen von diesem generellen Gedanken lehrt der Islam Freiheit, hält sie in Ehren und gewährt sie sowohl dem Muslim als auch dem Nicht-Muslim. Das islamische Freiheitsverständnis bezieht sich auf alle freiwillig gewollten Handlungen der Menschen aller Gesellschaftsschichten. Wie bereits erwähnt, ist jeder Mensch frei mit der Fitra, also mit einer rein natürlichen Veranlagung geboren. Dies bedeutet, dass der Mensch frei von Unterjochung, Sünde, vererbter Minderwertigkeit und abstammungsbedingten Erschwernissen geboren wird. Sein Recht auf Freiheit ist unantastbar, solange er nicht absichtlich gegen Allahs Gesetz verstößt oder die Rechte anderer verletzt. Eines der Hauptziele im Islam besteht darin, den Verstand von Aberglauben und Ungewissenheiten, die Seele von Sünden und Korruption, das Gewissen von Bedrängnis und Angst und sogar den Körper von Funktionsstörungen und Degeneration zu befreien. Der Kurs, den der Islam dem Menschen zur Erlangung dieses Ziels vorgibt, enthält tiefgreifende intellektuelle Bemühungen, regelmäßige spirituelle Rituale, bindende moralische Prinzipien und sogar Diätsvorschriften. Verfolgt der Mensch diesen Kurs gewissenhaft, kann er sein endgültiges Ziel der Freiheit und Emanation nicht verfehlen. Die Freiheitsfrage in Bezug auf Glauben, Anbetung und Gewissen ist ebenfalls von höchster Bedeutung im Islam. Jeder Mensch ist dazu berechtigt, seine Glaubens-, Gewissens- und Anbetungsfreiheit zu praktizieren. Allah sagt im Koran, es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verehrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Der Islam vertritt diesen Standpunkt
da Religion auf Glauben, Willen und Hingabe beruht, diese wären, sofern durch Zwang bedenkt, bedeutungslos. Außerdem präsentiert der Islam Allahs Wahrheit als Chance und überlässt es dem Menschen, seinen eigenen Kurs zu wählen. Der Koran besagt, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben, und wer will, der soll ungläubig sein. Das islamische Freiheitskonzept ist ein Glaubensartikel, eine ehrwürdige Anordnung des anwaltenden Schöpfers. Es ist auf folgenden Grundprinzipien errichtet. Erstens, das Gewissen des Menschen ist einzig Allah unterworfen, dem gegenüber jedem Menschen unmittelbar verantwortlich ist. Jeder Mensch ist persönlich für seine Taten verantwortlich und allein zur Ernte der Früchte seiner Arbeit berechtigt. Allah hat dem Menschen die Vollmacht erteilt, für sich selbst zu entscheiden. Der Mensch ist mit ausreichend spiritueller Leitung und verstandsmäßigen Fähigkeiten ausgestattet, die ihn dazu befähigen, verantwortungsbewusste und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dies ist das Fundament des islamischen Freiheitskonzepts und dies ist die Wertigkeit von Freiheit im Islam. Sie ist das natürliche Anrecht des Menschen, ein spirituelles Privileg, ein moralisches Vorrecht und in erster Linie ein religiöser Pflicht. Innerhalb des Rahmens dieses islamischen Freiheitskonzepts gibt es keinen Platz für religiöse Verfolgung, Klassenkämpfe oder Rassenvorurteile. Das Freiheitsrecht des Einzelnen ist so unantastbar wie dessen Recht auf Leben. Freiheit ist das Äquivalent des Lebens an sich. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Geschwister im Islam. Ein Grundbestandteil des islamischen Wertsystems ist das Gleichheitsprinzip oder besser noch das Fairnessprinzip. Dieser Gleichheitsgedanke sollte nicht irrtümlich für eine Übereinstimmung oder Stereotype gehalten oder mit diesen Begriffen verwechselt werden. Der Islam lehrt, dass aus Sicht Allahs alle Menschen gleich, jedoch nicht zwangsläufig identisch sind. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten, Potenziale, Ambitionen, Besitztum und so weiter. Dennoch kann keiner dieser Unterschiede an sich einen Überlegungsstatus eines Menschen oder einer Rasse gegenüber anderen begründen. Die Herkunft des Menschen, seine Hautfarbe, sein Vermögen und Ansehen haben, was Allah betrifft, keinen Einfluss auf den Charakter und die Persönlichkeit des Einzelnen. Das einzige von Allah anerkannte Unterscheidungsmerkmal ist Gottesfurcht. Und das einzige von Allah angesetzte Kriterium lautet Güte und spirituelle Vortrefflichkeit. Allah sagt im Koran, O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkündig. Die unterschiedlichen Rassen, Farben oder gesellschaftlichen Stellungen sind nur nebensächlich. Sie beeinträchtigen den wahren Status des Menschen aus Allahs Sicht nicht. Nochmals, der Gleichheitsgedanke ist nicht lediglich eine Frage der Grundrechte. Eine Absprache unter Ehrenleuten oder eine herablassende Wohltätigkeit. Er ist ein Glaubensartikel, den der Muslim ernst nimmt und an dem er aufrichtig festhalten muss. Die Grundlagen dieses islamischen Gleichheitsgedankens sind in der Struktur des Islam tief verwurzelt. Sie rühren von folgenden Grundprinzipien her.
alle Menschen sind von einem und demselben ewig Gott erschaffen, dem höchsten Herr aller Dinge. Die gesamte Menschheit gehört dem Menschengeschlecht an und teilt sich in gleichem Maße die Abstammung von Adam und Eva. Allah ist gerecht und gütig gegenüber all seinen Geschöpfen. Alle Menschen werden insofern gleich geboren, als dass niemand irgendeinen Besitz mit sich bringt, und sie sterben insofern gleich, als dass sie nichts von ihren weltlichen Besitztümern mitnehmen. Allah richtet über jeden Menschen auf Grundlage dessen eigener Verdienste und entspricht dessen eigener Taten. Allah verleiht dem Menschen als solchen einen Ehren- und Würdetitel. Dies sind einige Prinzipien, die hinter dem Wert der Gleichheit im Islam stecken. Wer dieses Konzept vollständig verwirklicht, dann lässt es keinen Platz für Vorurteile oder Verfolgungen. Wird diese göttliche Verordnung vollständig umgesetzt, dann gibt es keinen Platz für Unterdrückung oder Niederschlagung. Begriffe wie auserwählte und heidnische Völker, Worte wie privilegierte und abgeurteilte Rassen, Ausdrücke wie Sozialkasten und Bürger zweiter Klassen werden all bedeutungslos hinfällig. Und Allah weiß es am besten.